Ein herzerbrechendes Moin Moin und willkommen. So, da sind wir wieder bei RimWorld. Ja, neue Aufnahmesession. Wir sind wieder dabei. Der Baumeister, Köschi, Medic und One Sun. Ja, One Sun. Super. So, ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, wir waren ein paar Sachen noch beschäftigt. Betten benötigt, waren Bekleidung benötigt. Okay, dann wollen wir mal die Pause rausmachen. Uns arbeiten lassen. Da oben wird gewerkelt. Ja. Da wird das Zimmer gemacht. Jo. Da wird das Zimmer gemacht. So, mal schauen. Schauen wir mal auf der Karte, ob irgendwas los ist. Ah, hier ist nichts. Ja, da sind die Viecher am Arbeiten. Sonst haben wir irgendwas jetzt hier. Mal schauen. Hä? Was war das denn? Ah, Rhinozaurus. Okay. Da haben wir einen Rhinozaurus hier rumlaufen. So. Dann läuft's ja. Hier wird ausgesät. Kumiko unsere. Geht etwas spazieren. Training? Ja, muss noch trainiert werden. Hier werden die Steine gekloppt, hier werden die Wände gemacht. So, was macht er? Mal gerade gucken. Info? Einfacher Labortisch. Achso, das ist halt Forschung. Es dürfte dann Forschung sein. Batterien, habe ich gesagt. Okay. Ah, da. Generierplanete. Das wollte ich doch gar nicht. So. Hier werden die Steine gekloppt. Ja. Werkstatt, Aufgaben. Schieferblöcke herstellen, ja. Haben wir sonst irgendwas? Kalkstein? Schiefer? Machen wir mal Aufgabe rein. Kalksteinblöcke her. Wiederhole. Für immer. So. Damit die direkt einfach gemacht werden. Wegtragen. So. Pflanzen ernten. So, damit wir das dann so ein bisschen ins Laufen kriegen, müssen wir jetzt noch schauen. Hier ist die Temperatur in Ordnung. Ja, scheint alles in Ordnung zu sein. Kartoffeln sind auch am Wachsen. Wachstumsrate. 0% benötigte Lichtstärke, 51%. So. Bin ich auch am überlegen, ob er nicht. Wie sagen wir das? Sollen wir auffüllen? So, auch endlich mal weggetragen werden. Mal auch gucken, dass das endlich weggetragen wird. One Sun ist ja unser neuestes Mitglied. One Sun. Schauen wir mal. Was macht die? Fernkampf, Tiere. So. Gehen wir mal gerade durch. Instruktion. Sind sie beide auf demselben Level? One Sun ist irgendwie ein bekloppter Name. Sozial hat sie auch.
dahinter. Was hat sie denn? Konstruktion, Fernkampf, Nahkampf, Tiere. Ryoko Minese. Nehmen wir sie einfach bloody. So. Dann weiß ich wenigstens, dass ich Fernkampf kann. So. Das muss auch noch getragen werden. Hier, kannst du mal. Kannst du es mal tragen hier? Ist mir jetzt egal, ob. Ist mir egal, ob ich euch jetzt weggehe, das ist mir jetzt relativ. So, da ist ein Hase, ein Squirrel, Eichhörnchen. Ah, okay, die Übersetzung ist da. So. Das Ding ist jetzt Kraftstoff für 3,3 Tage. Schauen wir mal, was wir noch an. Was müssen wir denn Vorschau machen? Ja. Wasserkraftgenerator? Nee. Elektrizität. Geothermal? Haben wir da überhaupt was in der Richtung? Auf der Map? Ja, da hinten haben wir was. Super, das ist ein bisschen weit weg. Das hätte ich mir dann anders überlegen müssen, dass ich das woanders mache. Gibt es denn noch Wasserkraftgenerator? Erlaubt den Bau von Wasserkraftgeneratoren an Flüssen? Solarzellen. Ja, die Forschung ist aktiv. Dann machen wir nach, machen wir die Solarzellen hin. Damit wir nicht das Holz immer ständig verbrauchen. So. Machen wir mal ein bisschen zügiger. Dann macht ihr doch einfach. Ist das schon da hingesetzt? Wo kriegst du ein ganz spezielles Bett? So. Wähle Besitzer. Zu weiß. So. Ja, ist schön am Arbeiten. Oder läuft ja eigentlich im Moment mal relativ gut. Ungekühlt, verrottet, weil nicht überdacht und im Freien. Okay. Das heißt, machen wir mal kurz auf Pause. Brauchen das, das haben wir ja auch. Okay. Also im Moment kann ja, hier wird da auch Medizin gelagert. Hergestellt. Medizin, ja. Dann weiß ich Bescheid. So. Forschung geht voran. Ja, ich weiß, warme Kleidung benötigt. Müssen wir mal gucken. Was sind noch? Aufgaben, Werkstatt. Schlachterkreatur. Trockenfutter. Wir müssen erstmal jetzt einfache Mahlzeiten. Wir haben jetzt im Moment nichts, was Reis. Wir sind jetzt im September, okay, Herbst. Also müssen wir irgendwie gucken, dass wir beim Winter kommen. 65 Mahlzeiten haben wir. Ja. Müssen wir jetzt mal schauen. Brauchen wir eigentlich noch ein weiteres Zimmer, ne? Struktur, die Befehle. Abbauen.
machen wir nämlich hier noch ein bisschen mehr ab. So. Bloody Schlafraum. Eindruck abscheulich. Ja. Blende Arbeit, 54, okay. Da ist sie dran. Eindruck abscheulich, abscheulich. Jetzt. Dann mach doch einfach mal sauber. Müssen wir mal gucken. Zuweisung. Schenkungen. Entspannung haben wir. So, arbeiten. Entspannung. Ah, es gibt eine Mittagspause. Komm, machen wir eine kleine Mittagspause von 2 Stündchen. Wir sind ja mal nett, ne? Wir sind ja mal nett. So. Gebiete verwalten. Ich weiß, wir machen hier direkt schon den Boden und alles. Scheulich. Freiraum mittelmäßig. Ja, komm, stellt euch nicht so an. Eindruck. Ja. Wer ist denn hier arbeitmäßig für einige? Komm, dann machen wir Forschen auf 2. Ein bisschen ums sauber machen kümmern. Wenn nämlich alles sauber ist, sieht man schon direkt, würde direkt besser. Ne? Mach Bild, bete. Bau weiter. Wieder weiterbauen, weiterbauen hier. Hier. Raumschiffstück. So. Ich weiß, ich überschreibe jetzt gerade alles wieder mal. Immer noch abscheulich. Aussehen hässlich. So hässlich ist er doch. Ist er doch eigentlich gar nicht. Ja, vielleicht noch, weil die Wand da noch gemacht werden muss. Dann machen wir die schiefe Wand da schnell fertig. Vielleicht wird der Raum dann durch ein bisschen besser. Er ist mit dem Abreißen beschäftigt. Im Moment gibt es ja nichts, ne? Ist noch alles am Wachsen. 92% gewachsen. 23%. Also Heilwurzel haben wir, glaube ich, dann genug. Zone. Anbauzone. Dann machen wir noch eine Anbauzone nochmal dazu. Wir hier, da machen wir was haben wir denn da? Heugras. So, ein bisschen Heu. Pflanzen machen wir da. Wer macht sie? Wer kümmert sich darum? Lass mal da gucken, wer macht denn hier Feldarbeit? Ist Köschi? Wie weit ist die?
Pflanzen 8. Dann kann die hier leckere Erdbeeren einpflanzen. So. Bedürfnisse, unansehnliche Umgebung, in der Kälte geschlafen, draußen geschlafen, auf dem Boden geschlafen, gestörter Schlaf, ja komm, es läuft alles aus. So, jetzt sind sie alle am Pennen. Dann wollen wir mal, ne? Muss ja mal so langsam fertig werden hier. Unser Domizil. Ursache verschmutzte Küche. Super, Küche hat eine Lebensmittelvergiftung. Okay. Heilt er sich jetzt von selber oder wie geht das? Okay, die Beziehung zu denen sich verändert. So, jetzt musste eigentlich ist immer noch abscheulich. Was ist denn daran so abscheulich an dem Zimmer? Soll jetzt die Stehlampe machen. Und du wirst jetzt da fleißig putzen, damit das jemand sauber wird. Ja, also wenn ihr Tipps habt, wie ich das hier verbessern kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Also weil ich nicht. Abgesehen davon, das hier sauber zu machen, habe ich jetzt eigentlich keine Ideen. Ich weiß nicht, wo er jetzt alles sauber machen wird. Okay, neun Bauteile haben wir schon mal wieder. Das ist super. Dann haben wir schon mal wieder ein paar mehr, ne? Kommen wir schon wieder ein bisschen weiter. Stahl haben wir auch wieder ein bisschen. So, hier macht er auch nochmal sauber. Da steckt Strom. Ist doch da. Was ist denn da? Verschmutzt. Eindruck abscheulich. Abscheulich, verschmutzt, stark verschmutzt, verschmutzt. So, jetzt mach endlich mal hier alles sauber, Leute. Kann ja nicht wahr sein. Mach hier mal sauber. So, jetzt ist es in Ordnung. Da sauber und danach machst du die Küche sauber, ne? Baumeisterchen. Erstmal machst du dein Zimmer sauber, damit du, wenn du mich anguckst hier.
fast eindrucksvoll. Okay. Was ist denn? Gutes Bett. Die Sachen sind auch gut. Ja. Wo ist denn hier noch Dreck? Ey, du kannst auch mal mithelfen. Du kannst auch mal mithelfen, du Hampel, du. Also echt mal. Menschenjagendes Rudel. Menschenjagende Schildkröten sind im Gebiet angekommen. Sie ziehen in der Region umher, stets auf der Suche nach menschlichem Fleisch. Sie werden keine Türen greifen, außer sie sehen jemanden dahinter verschwinden. Versteck dich vor ihnen und du bist sicher auch. Deaktivierte Geschütztürme werden von ihnen nicht angegriffen. Okay, die Schildkröten werden die Gegend in ein oder zwei Tagen wieder verlassen. Du kannst dich vor ihnen verstecken und in Sicherheit ausharren oder gegen sie kämpfen. Okay. Also eine Kampfschildkröte haben wir da unten rumlaufen. Müssen wir nur drauf achten. Befehle. Was haben wir denn? Was haben wir jetzt schon wieder? Kältewelle. Na super, jetzt haben wir eine Kältewelle. So, dann machen wir hier hin. Du willst doch ein schönes Zimmer haben. Also beschwer dich nicht, dass es nicht besser wird. So. Aber ich glaube, es ist soweit. Die Folge ist wieder mal zu Ende. Ja. Dann schauen wir mal in der nächsten Folge von RimWorld, wie weit wir da kommen, was wir noch zu tun haben. Wir haben ja einiges zu tun. Wir müssen noch Solarpanel erforschen, damit wir hier auf diesen Generator nicht mehr angewiesen sind. So, ich sag dann einfach mal bis Mittwoch. Euer Hannibal. Ciao.